Jo, hallo Leute, hier ist er wieder, euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zurück zu Paper Mario mit der guten alten Bombette. Ein Brief, der fehlt uns noch. Dann können wir endlich den männlichen, er ist ja jetzt wirklich männlich, wie ihr gesagt habt. Wie gesagt, ich wusste das nicht. Aber man lernt ja nie aus während dem Let's Playen. So, ja, wir brauchen, was ist das denn? Ah, genau, da ist unser Blumenfreund, da wollte ich ja auch noch irgendwie hin. Ja, uns bleibt also, uns fehlt noch ein Brief, den müssen wir auch zurückbringen. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, schließt sich der Typ uns dann auch an. Und dann können wir mit ihm die Abgründe, ja genau, wir können mit ihm ein Stück fliegen, ne? Dann können wir mit ihm nämlich diese Abgründe überwinden und können auch den Orden holen, den wir da noch gefunden haben. So, hier müsst, genau, das ist die Stelle, wo wir mit ihm rüber müssen. Oh, guck mal, ich wusste nicht, dass das geht. Aber das ist der nächste Brief. Gut, einfach mal just for fun runtergesprungen und direkt richtig. Ja, damit haben wir auch den Brief schon gefunden nach einer Minute im neuen Part. Oh, herrlich, Leute, ey. Okay, ja, so einfach ging das. Damit hätte ich in der Tat nicht gerechnet. So, er kann eh nichts machen. Also, ah, doch, doch, klar, er hätte fokussieren können und hätte... Ja, klar, hätte er was machen können, aber ich war mal wieder zu blöd, um das auch zu machen, was er hätte machen können. Und Action-Kommando. Oh, toll. Wieder daneben. Ich bin ja so unfassbar gut. So, Fokus. Ja, wir fokussieren den Stern. Wir beten eine Runde. Und schon ist wieder ein Stück aufgefüllt. So, komm. Und Bombette macht wieder hier ihren... sauber. 100%. Ihren geilen Tanz. Ihr habt mir auch geschrieben, dass man die Viecher wohl wirklich nur mit der Bombette und ihrer Bombenkraft töten kann. Oder halt irgendwie mit dem Hammer da, wenn ich diese Ordenattacke mache oder so. Generell muss ich sagen, ist das aber echt eine blöde Sache, denn die scheiß Bombenkacke da, die kostet so viele BP. Moment, das ist einfach, weiß ich nicht, das ist ein bisschen zu viel für meinen Geschmack, was das kostet. Aber was willst du machen? So ist es eben. Geht ja nicht anders. Okay, wie hieß die eigentlich nochmal? Die. Ich sag mal die. Ist halt in Ordnung, wenn da bei mir eine die ist. Leute. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, die sieht auch aus wie eine die. Also der sieht aus wie eine die. Wir gucken uns die jetzt gleich nochmal an. Ja, genau. Er wirft da wieder Steine aus dem Boden einfach auf mich drauf. Lasst mich bloß in Ruhe. Oh, speichern können wir auch mal wieder. Jo. Klar, mich speichern. Was denkst du denn? So, einmal durch, bitte. Hopp. 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 Nein! Stopp! Hä? Bin ich hier falsch? Machigaitakana. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Nein, hier bin ich richtig. Da ist sie! Guck! Das sieht aus wie eine Die, oder nicht? Ich könnte wetten, dass eine Die. Ich könnte es immer noch wetten. Aber bei Cooper weiß man das ja eh nicht. So, Brief. Bitteschön. Oh, wunderbar. Das ist einer von denen, die ich versehentlich verloren habe. Vielen herzlichen Dank. Aber einer fehlt mir leider noch immer. Wenn es irgendwie möglich ist, darf ich nochmals um deine Hilfe bitten. Ich drehe hier wirklich jeden Stein um. Aber bis jetzt hatte ich noch kein Glück. Na, kein Problem. Guck mal da. Wir haben noch ein. Bitteschön. Der letzte Brief. Jetzt habe ich die ganze Post, die ich verloren habe. Zumindest die von heute. Oh, was? Moment. Wie viel hast du denn schon verloren? Oh, nochmals herzlichen Dank. Du bist ein wahrer Lebensretter. Ich wünschte, ich könnte irgendetwas tun, um das wieder gut zu machen. Eigentlich, um ehrlich zu sein, habe ich nicht nur auf dem Klippenberg Briefe verloren. Ich glaube, das ist mir während des Flugs über dem gesamten Königreich welche abhanden gekommen sind. Hey, tja, weißt du, du bist ziemlich gut im Finden von Briefen. Würdest du während deiner Reise wohl ein Auge für mich offen halten? Als Gegenleistung biete ich dir meine Hilfe an. Auf jeden Fall. Oh, gepriesen seien die Sterne. Der Gedanke, all die Briefe allein suchen zu müssen, wäre nicht sonderbar schön. Ich werde dir helfen, wo ich nur kann. Du sollst es nicht bereuen. Yeah! Para Carry gehört jetzt zum Team. Drücke unten. Ja, nice. Wir haben ihn. Er gehört zum Team. Jetzt aber los. Ach, übrigens. Wenn ich jemanden einen Brief zustellen soll, dann sprich einfach mit der treffenden Person. Allerdings musst du mich vorher als Teammitglied ausgewählt haben. Sprich, ich muss an deiner Seite sein. Vergiss es nicht, ja? Alles klaro. Okay, wir haben nur den Para Carry. Ist jetzt mit bei uns im Team. Ich weiß gar nicht, wer kommt denn alles noch? Also ich kann mich noch an die... Wir haben sie immer früher irgendwie so... Fächer-Lady genannt. Kennt ihr bestimmt auch, ne? Das ist die aus der... Fuck.
Entschuldigung, ich bin falsch. aus der Geistervilla da, die mit ihrem geilen Fächer, die alles wegpusten kann. Und ansonsten kann ich mich eigentlich auch an gar keinen mehr erinnern, wenn ich ehrlich bin, oder? Kommt noch irgendein, kann sein, dass noch jemand kommt, aber ich kann mich echt an keinen mehr erinnern. Es gab, die waren im Äonentor, diese komischen, diese bisschen, ich habe die immer, glaube ich, mit Jesse und James verglichen. Die waren irgendwo in diesem Düsterwald oder so. Oh, nice. Ich frage mich, wie lange die fliegen kann. Wir probieren mal aus. Ah, nicht lang. Okay, du hast den Erdbebenorden erhalten. Boah, der Erdbebenorden, warte, da muss ich mal kurz nachgucken. Der Erdbebenorden. Ein Punkt braucht der. Na, normal. Lässt für 2 BP die Erde beben. Richtet bei allen Gegnern, die sich auf dem Boden oder an der Decke befinden, leichten Schatten. Ja, nice. Nehmen wir mit, würde ich sagen. Den Erdbebenorden. Ja, gefällt mir. Erdbebenorden. Das ist immer gut. Manchmal hat man hier auch Erdbeben, aber ganz selten, wo ich wohne. Und dann merkt man sie auch eigentlich, also keine Ahnung. Ich habe noch nie wirklich so ein Erdbeben jetzt. Ach, toll, in der krassen Form gemerkt. Okay, so, wir haben den Erdbebenorden. Den möchte ich jetzt einfach mal just for fun auch ausprobieren. Oh! Oh mein Gott, Leute, das ist der beste Orden, den es auf der ganzen Welt gibt. Das ist ja so ein geiler Orden. Der richtet an den allen... Boah, wie geil ist der denn? Mit dem Orden gewinne ich alles. Wirklich, ich sag's euch. Mit dem Orden gewinne ich alles. Nice. Okay, und hier haben wir diesen. Komm raus. Wie, sprichst du mit mir? Sonst ist da niemand hier. Sonst ist ja niemand hier. Also musst du mich meinen. Es ist schon lange her, seit ich von meiner Heimat, den Blütenfeldern, hierher gekommen bin. Aber du bist die erste Person, die mit mir spricht. Sonst nimmt niemand Notiz von mir. Die wenigen Leute, die hier vorbeikommen, glauben, ich würde einfach nur blühen. Ich liebe ein gutes Gespräch. Hier, eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Dies ist ein wertvolles Samenkorn. Halte es in Ehren und denke an mich. Dankeschön. Bitte pflege den Samen mit viel Liebe. Eines Tages wirst du davon profitieren. Ich habe schon wieder vergessen, was man damit machen konnte. Wir haben ja schon so ein Ding. Aber ihr sagt mir das bestimmt nochmal. Oder auch nicht. Oder ich gucke in der alten Folge nach, wo ich es mir schon mal erklärt habe, was ich machen muss damit. So, da wir ja jetzt den geilen Erdbebenorden haben, kann ich auch die mitnehmen. Die geben nämlich relativ viele, viele Punkte, wie ich finde. Mit 3 Stück einer. Und der Erdbebenorden hat's echt drauf, Leute. Stell mal vor, wir haben 3 Stück von denen, ja. Das sind 9 Sternpunkte, einfach instant mit einer Attacke, die direkt ausgeführt werden kann, weil Mario immer anfängt. Ja, es sei denn, die haben Erstangriff. Das ist so easy verdiente Kohle. Deswegen nehmen wir den jetzt hier auch nochmal mit. Guck mal, jetzt habe ich sogar den Erstangriff. Ja, okay. Ja, dem Maulwurf werden wir wohl auch Schaden zufügen, oder? Weiß ich gar nicht. Ja. Aber der ist nicht tot. Aber egal, dafür haben wir jetzt den Carrie Cooper dabei. Ich habe nicht begriffen, wie das funktioniert. Ich habe auch nicht gelesen. Hätte ich gedrückt halten müssen, ne? Egal, ich habe es nicht begriffen. Da muss ich beim nächsten Mal nochmal irgendwie versuchen zu verstehen, wie man das macht. Wir haben jetzt 4 Mitglieder schon, nice. Aber den komischen Goomba da, ne? Hat den irgendjemand von euch später nochmal eingesetzt? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich den jemals nochmal eingesetzt habe, außer am Anfang, wenn man keinen anderen hat. Oh, wer bist du denn, Kollege? Na, wer bist du denn da oben? Hey, Dodo! Schön langsam, Burschi! Oh, nicht so schnell! Ich hab dich da schon einmal wo gesehen. Ach du Scheiße, irgend so ein, so ein geiler Dialekt, Alter. Nein, Scheiße, Mann. Okay, was machst du? Hä? Hast du Briefe? Was da? Deine Visiten? Was hat der da gezeigt gerade? Sehr ähnlich. Du schaust genauso aus wie der Typ auf dem Steckbrief vom Bowser. Und jetzt sag, wer bist denn du? Siehst du nicht, ich bin Prinzessin Peach. Was hast du gesagt? Prinzessin Peach? So, glaubst du, ich bin deppert? Prinzessin Peach wird in der Festung von Bowser festgehalten. Hast wohl geglaubt, ich weiß es nicht.
Du bettelst so richtig um Schläg. Wortlaut, Mario. Jetzt kriegst du Trätschen. Ah, der Typ ist ja so geil, Mann. Scheiße, ich komme gar nicht mehr klar. So, 5 Stück, das ist schon mal nice. Okay, wie das hier geht, habe ich nicht gerafft, wenn ich ehrlich bin. Ach, kurz vor der Landung. Ja, habe ich nicht geschafft, egal. Oh, das ist fies, Alter. Dein Partner wurde verletzt und kann sich nicht bewegen. 2 Runden lang, willst du mich ärgern? 2 Runden lang kann der Assi sich nicht bewegen. Alter, waren das jetzt sogar 6? Oh, nice. Was? Was macht der mit mir dauernd? Ich raff hier gerade gar nichts. Ah, jetzt habe ich nicht so viel geschafft, ne? Na gut. Hä? Jetzt hab... Boah, mein Gott. Alles gut bei dir. So, ich erfrische mich mal kurz. Mario müsste nämlich eh ein Item einsetzen. Da können wir uns auch gleich mal kurz über den Stern erfrischen. Da haben wir nämlich auch noch dann 5 Herzen dabei. So. Und 5 BP. Jetzt versuche ich nochmal diese Attacke hier irgendwie zu raffen. Nee. Ich bin zu blöd. Für die Attacke bin ich zu blöd. Mann! Ey, das gibt's doch nicht. Ey, was? 4 Stück? Weißt du, wie oft ich drauf gedrückt habe? Das meint ihr doch nicht ernst. Ah, verkackt. Jetzt aber. Ja, 2. Nice. Ja, wann ist der denn mal tot? Ja. Ja. Der ist so geil, der Typ. Oh, Hilfe, ey. Honigsirup. Mama, lecker Honigsirup. Alles klar, Mario. Okay. Das ist der beste Adler. Den ich jemals... Ich hab's schon wieder verkackt, ey. Das gibt's ja echt nicht. Das ist der beste Adler-Ding. Was denn? Ich hab... Wie schnell soll ich auf den Knopf hier noch drauf drücken, bitte? Das glaube ich nicht. Nein. So. Komm jetzt aber. Das kann nicht sein, dass er so lange lebt. Wie viel hat der denn? Gumbario. Sag mir, wie viel der hat. Ich muss den analysieren. Ah, immerhin einen. Okay, geht klar. Dein Partner ist verletzt. Ich komme nicht mehr klar. Oh. Ist er jetzt mal tot? Ey, das kann doch echt nicht mehr sein. Das gibt's doch nicht. Weißt du, beim ersten Mal habe ich längst nicht so schnell gedrückt, weil ich erst gar nicht Kraft habe, was passiert. Und das ist unfassbar. So, was haben wir denn eigentlich fürs Ahornsirup? Küssen Sie mich das? Oh, Freunde. Wir haben ein ganz großes Problem gerade, ne? Das Ei, soll ich das einsetzen? Ich esse... Kann ich den überhaupt besiegen? Habe ich... Vielleicht muss ich eine andere Antwort geben bei dem. Analysier mir den Fritzen mal. Wie viel hat der noch? Das ist ein Buzzer. Er bewacht den Klippenberg. Wow, ganz schön groß der Vogel. Maxi-KP 40. Angriffskraft 3 für Verteidigung 0. Wenn du insgesamt einen Schafklauen gefangen bist... Boah, Alter. Versuch dich aus seinem Griff zu befreien. Sein Spezialattacke ist es, reißenden Wind zu erzeugen. Ja, ja. Okay, wie viel hat er jetzt noch? Oh! 2! Das glaube ich nicht. Er hat noch 2. Das glaube ich nicht. Er hat noch 2 gehabt. Meint er das ernst?
Hätte ich den Scheiß, das Mitglied nicht gewechselt, hätte ich mit dem Paracooper vielleicht sogar... Boah, mein Gott, ey. Egal, er ist tot. Holla, jetzt habe ich Tritschen gekriegt. Ich kann das nicht, aber egal, das ist trotzdem, wie geil er ist. Okay, wir machen hier Pause, Leute. Wir haben also den geilen Dialektvogel besiegt und vielen fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.